Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassic Parker, heute live von der Lieblingsbar und ich habe heute mit dabei den Julian, hallo. Der ist halb Türke, yes. Und den Hedi, moin, der ist Orthopäde. Du bist Flüchtling, oder? Ich bin Flüchtling. Wir sind vor 5 Jahren hergekommen. Da war noch alles ganz entspannt. Ja. Aber jetzt wird es langsam kritisch. Schwierig, sehr schwierig. So, willkommen zur 9-Minuten-Anlese. So, es fing an mit Nippelblitzern. Nippelblitzer, es gab ein großes Drama mit den Nippeln. Ja, da war diese kurzhaarige Nippelbild.de und alles ganz schlimm. Laura Shakira. Im Zweifelsfall heißen sie immer alle Laura. Ja. Großer Nippelblitzer. Und dann hat die geheult. Die ist zusammengebrochen im Wohnwagen. Und alle Nutten haben gedacht, ja, meine Güte, ich wäre auch gerne mal auf Bild.de. Was hat die alte Scheiß? Dann gab es ein Eisshooting im Kühllaster, ein Eisshooting. Da hat Heidi so einen großen Kühllasterwagen angekarrt, mitten nach Australien. Und dann hat Thomas Hayo ganz viel gewichst. Und der hat das Eis aus Vorsaft gebildet. Da muss sie drauf sitzen. Und da mussten alle Nutten drauf sitzen, auf dem Vorsaft. Von Vorsaft wird man nicht schwanger. Und eine hat sich die Hände abgefroren. Die hätte gesagt, ich kann meine Hände nicht mehr spüren. Aua, Decke. Da kamen die Ikea-Decken und da hat sie sich irgendwie dann wieder langweilig. Und dann war Werbung. Wie immer. Die Tochter von Mathieu Carrière, die hat mit Mathieu Carrière telefoniert. Worum es ging, weiß ich nicht mehr. Langweilig. So. Und dann war die große Shopping-Challenge. Da mussten alle Nutten haben 100 Australien-Dollars bekommen. Wie viel ist das in Euro? 70 Euro. 70 Euro oder 3.500 Slotti, je nachdem. Und die haben 100 Dollar bekommen. Da mussten sie ein Beach-Babe-Outfit shoppen. Beach-Babe-Outfit. Und dann mussten sie... Ihr wisst ja, ich wohne an der Kurfürstenstraße, ich kenne mich mit Nutten aus. Da mussten die am Strand Männer suchen, die mit denen halt dieses Beach Babe Fashion Walk Fotoshoot machen. Und da waren ziemlich geile Typen mit dabei. Lecker Häppchen dabei. Julian? Lecker Häppchen dabei. Lecker Häppchen, Hedi? Okay. Ich fand's ganz süß. Und da haben die gewalkt und so. Und dann hat eine hat gewonnen, und zwar die Prollschlampe. Und die hat dann eine Handtasche gewonnen von Michael Michalski aus der aktuellen Kollektion. 20 Euro. Mit Original M drauf. Entschuldigung, aus der aktuellen Kollektion von Michael. Thomas Hayo hat während dieses Walks hat der Fotos gemacht mit seiner privaten Digicam, weil der natürlich neuen Vorsaft braucht. Der braucht neuen Vorsaft für das nächste Eisshooting in einem Jahr. Und ich sehe den jetzt schon wichsen auf seinem Hotelzimmer. Immer nur wichsen. Dann hat Thomas Hayot dann die Bewertung gemacht, hat er schon gesagt, ja, ey, der Walk, der war schon so ein bisschen beachig und so, aber nicht zu beachig, und weil wir wollen halt wirklich Beach haben und so. Edge und straight. Edge Beach. Dann gab es den großen Entscheidungswalk an der Küste. Wie bei Star Wars aus dem 7. Teil. So Felsen waren da und dann haben die alle so Space-Outfits anbekommen und hatten so ganz schlimme Schuhe an, so hohe Schuhe. Und dann die sich ihren Zeh fast gebrochen hat vor 2 Wochen. Die Traumanutte. Und die hat geheult. Die hat gelitten, weil sie konnte doch die Schuhe nicht anziehen. Aber sie hat es dann doch gemacht. Aua. Apropos, du bist ja Orthopäde, Hedi. Das hat so weh. Könnte die zu dir dann auch kommen? Mit dem fast gebrochenen Zeh? Müssen wir operieren. Sofort. Machst du sowas auch? Dann war der Walk, Heidi war da, Michael Michalski war da und Thomas Hayo. Walk. Links, rechts, Pose.
links, rechts, stehen, Schritt. So, weg. Haben sie alle ganz, ganz, ganz toll gemacht. Aber es waren drei, waren nicht so gut. Es gab drei Wacklerets. Laura Shakira, glaube ich. Laura und Shania Laura. Shania Laura. Die waren schlecht. Und die waren alle schlecht. Und eine ist nicht weiter, und zwar die Camilla. Die Fette. Camilla. Die Fette ist raus. Die ist wirklich fett gewesen. Ja. Aber Oberschenkel auch, das habe ich gesehen. Die waren aber wirklich auch alle sehr hässlich. Die Oberschenkelfette, Alte. Und das Credo des Walks war spacey, edgy und powerful. Ganz wichtig, haben nicht alle geschafft. So, Camilla ist raus. Und wir freuen uns auf die nächste Woche. Addet mich auf YouTube, Instagram, Google+, Tumblr und Twitter. Bis nächste Woche. Bye. Bye. Sharing is caring.